Die Bibel, Fake oder Fakt? Der Frage wollen wir in unserem heutigen Bibeltalk nachgehen. Immer wieder gibt es diese Vorurteile, ach die Bibel, dieses alte Buch, längst überholt, weltfremd, nicht so ganz glaubwürdig. Wie sieht es damit aus? Warum wir die Bibel mit Gewinn lesen und überzeugt sind, dass sie Relevanz und Bedeutung für unsere Zeit heute hat und außerdem Fakt ist und nicht Fake, das werden wir euch jetzt verraten. Ja, wir glauben, dass die Bibel lebensnah ist, vertrauenswürdig, einzigartig. Die Argumente, die man gegen die Bibel ins Feld führen kann, die du erwähnt hast, sie ist überholt, weltfremd, unglaubwürdig, die können wir ja in zwei Bereiche aufteilen. Einerseits ist die Glaubwürdigkeit der Bibel auf dem Prüfstand und andererseits dann auch ihre Aktualität und Relevanz für heute. Und wir haben deshalb diesen Talk auch so gegliedert. Erst geht es um die Glaubwürdigkeit. Da haben wir drei Bereiche. Sind diese biblischen Texte im historischen Kontext der damaligen Zeit einzuordnen? Wenn ja, sind sie gründlich überliefert worden, also zuverlässig überliefert? Und schließlich ist die Bibel auch Gottes Wort, mein Menschenwort ist sie sowieso von Menschen aufgeschrieben, aber sind das die Worte Gottes, die uns in diesem Buch begegnen? Beginnen wir mal mit dem ersten. Immer wieder hört man ja, ach, diese Menschen in der Bibel, die sind doch nur erfunden, die haben nicht wirklich gelebt und sind eigentlich keine historischen Personen, sondern eher so ein bisschen Märchenfiguren. Was kannst du dazu sagen? Ich habe euch einfach ein paar Beispiele mitgebracht von historischen Funden, die zeigen, dass Personen und Geschehnisse, die in diesem Buch aufgezeichnet sind, auch in Texten, Inschriften der Umwelt uns auch dort begegnen. Und das ist auch ein guter Beweis dafür, dass eben diese Geschichten historisch sich einordnen lassen in der damaligen Zeit. Zunächst ein erstes Bild von der sogenannten Tel Dan-Inschrift. Das ist ein Ort im Norden von Israel. Da wurden in den Jahren 1993 und 1994 diese verschiedenen Basaltsteinstücke gefunden, die ihr hier auf dem Bild seht. Das ist eine Inschrift aus dem 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus, in Aramäisch geschrieben, und sie hat großes Aufsehen erregt, denn was da weiß eingefärbt ist, hier auf diesem Text heißt Beit David, Haus Davids. Also es ist quasi Dynastie von David hier zum ersten Mal außerbiblisch belegt. Auch noch auf zwei weitere biblische Könige lässt diese Inschrift schließen. Ein außerbiblischer Beweis, eine Evidenz, dass es tatsächlich diese Davids-Dynastie gegeben hat. Ist doch spannend. Oder in seinem berühmten sechsseitigen Prisma schildert der Assyrerkönig Sanherib seinen Feldzug gegen Juda. Er beschreibt die Belagerung von Hiskia, Jerusalems. Und dann, interessantes Zitat von Sanherib, diesem Assyrerkönig, er sagt, ihn selbst, gemeint ist Hiskia, schloss ich gleich einem Käfigvogel in Jerusalem seiner Residenz ein. Schanzen warf ich gegen ihn auf und das Hinausgehen aus seinem Stadttor verleidete ich ihm. Also er sagt, ich habe diesen Hiskia so eingeschlossen wie ein Vogel im Käfig. Es ist ihm total verleidet, da ein- und auszugehen. Der Stadt ging nicht mehr, der Assyrer belagern Hiskia. Das beschreibt uns auch die Bibel. Die Bibel sagt uns aber, dass der Assyrerkönig tatenlos abziehen musste. Gott hat da eingegriffen und aus diesem Zitat sehen wir, dass es ihm eben nicht gelang. Er gibt nicht seine Blöße direkt preis, aber indirekt sagt er, ich habe ihn zwar eingekesselt wie ein Vogel im Käfig, aber ich konnte diesen Vogel eben nicht fangen. Ein Beleg für eine Geschichte in der Bibel. Wenn wir schon bei Hiskia sind, in 2. Könige 20 wird berichtet, wie er das Wasser von außerhalb der Stadt nach Jerusalem hineinleitete, im sogenannten berühmten Hiskia-Tunnel, der heute noch begehbar ist. Und in diesem Tunnel hat man auch eine Inschrift gefunden. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, ein Foto. Seht ihr unten auch die englische Tafel, die man da findet, dass man eben an diesem Platz des Durchbruchs von diesem Tunnelbau steht und diese Inschrift
Inschrift belegt, wie da von beiden Seiten her die Teams an dieser Stelle aufeinander gestoßen sind. Dann noch ein Beispiel aus neutestamentlicher Zeit. Ich habe euch da auch ein Foto. Eine Inschrift auf einem Stein, schwierig zu lesen, links, aber rechts, das hilft. Ihr seht Pontius Pilatus, der Name ist verbürgt, eingraviert auf diesem Stein, der gefunden wurde. Also ein Beweis dafür, Pontius Pilatus war eine historische Person, er hat gelebt. Oder zur Kreuzigungspraxis der Römer wurde immer wieder angezweifelt, haben die wirklich Menschen gekreuzigt, und man kann heute im Israel-Museum in Jerusalem dieses Artefakt anschauen, auch dazu ein Foto, ein Knochen, der von einem Nagel durchdrungen wurde, ein Beweis für diese Kreuzigungspraxis im Römischen Reich. Oder wir könnten weiterfahren, es gibt eine Inschrift, die Gallio als diesen Prokonsul der Provinz Achaia bestätigt, das hilft in der Paulus-Chronologie und so weiter und so weiter. Also diese außerbiblischen Funde, die zeigen, der biblische Text ist kompatibel mit der damaligen Weltgeschichte. Also das passt, das ist tatsächlich historisch so geschehen, was da berichtet wird. Und wir können es einordnen auf unserem Zeitstrahl der Weltgeschichte. Aber selbst wenn das jetzt historisch einzuordnen ist, dann haben wir trotzdem noch die Frage, wie ist das mit dem Bibeltext? Ist der nicht verfälscht worden über diese lange Zeit? Haben wir den Text, der ursprünglich geschrieben wurde? Und dazu können wir einfach sagen, es gibt keine Literatur des Altertums, die so gründlich und so zuverlässig überliefert wurde, wie die Bücher der Bibel, wie die Schriften der Bibel. Ich nehme jetzt mal nur das Neue Testament als Beispiel. Da haben wir eine Entstehungszeit von 40 bis 100 nach Christus ungefähr, also ein Zeitraum von 60 Jahren, zu einer Zeit, wo die Augenzeugen auch noch gelebt haben. Und ihr seht hier, die ältesten Handschriften, die man gefunden hat, sind aus den Jahren 130 nach Christus, kleine Fragmente, bis 350 nach Christus, vollständige Ausgaben des Neuen Testaments. Und da hat man nicht nur ein paar Stückchen gefunden, sondern insgesamt um die 25.000, also Fragmente oder ganze Handschriften, und zwar um die 5.500 griechische, 10.000 lateinische und dann noch über 9.000 in anderen Sprachen. Also eine Riesenmenge. Und die beiden vollständigen Handschriften, das ist der berühmte Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus, die sind so aus den Jahren um 350 vollständig der Text des Neuen Testaments. Wir können jetzt sagen, ja, also 350 nach Christus ist immerhin eine Zeitspanne von 300 Jahren, von dem Moment, wo es passiert ist, bis nachher ist es nicht lang. Aber ihr habt es gesehen auf dieser Übersicht, ich nenne euch den Vergleich, es ist ein kurzer Zeitraum, wenn wir in die antike Welt und die Weltliteratur damals schauen, zum Beispiel Cäsars Werk, der Gallische Krieg, mit dem sich heute noch die Lateinschüler rumärgern müssen, der ist in den Jahren 50 vor Christus entstanden, aber die älteste Handschrift, die man gefunden hat, die ist 950 Jahre später geschrieben, also eine dreimal so hohe Zeitspanne wie bei den Schriften des Neuen Testaments. Da hat man auch nur ungefähr 10 Handschriften gefunden, nicht mehr. Und das ist bei den meisten antiken Werken so. Ganz berühmt die Odyssee von Homer, das Werk des klassischen Altertums. Da ist die erste vollständige Kopie, die datiert 2200 Jahre später, als es ursprünglich geschrieben wurde. Und wie gesagt, wenig Textbeweise. Und darum können wir zusammenfassend wirklich sagen, es ist kein Buch der alten Zeit so zuverlässig überliefert worden, so gründlich abgeschrieben worden über die Jahrhunderte wie die Bibel. Wir haben so eine Fülle an Textfunden, kürzere oder längere, die zeigen, es ist in der Kontinuität, ist man am Text treu geblieben.
Gott hat auch über diese Überlieferung gewacht, über seinem Wort. Zwei kleine Beispiele, du hast diesen Codex Sinaiticus erwähnt, eine so wichtige neu- und alttestamentliche Handschrift auf Griechisch. 1844 wurde dieser Codex Sinaiticus von Konstantin von Tischendorf, einem jungen deutschen Gelehrten, im Katharinenkloster am Berg Sinai entdeckt. Er war auf der Suche nach alten Handschriften Tischendorf und hat dann 1844 fast zufällig da in diesem Kloster so ein Stapel von alten Pergamenthandschriften gefunden, die der Priester da gerade verfeuern wollte. Der Bibliothekar hat das zum Verbrennen zur Seite gestellt schon und dann merkte, nein, das sind ja wichtige, wichtige Textfragmente aus dem Alten Testament. Und die Mönche haben dann natürlich gemerkt, dass sie da was Wertvolles haben. Deshalb hat sich der Krimi verlängert und erst 1859 konnte dann dieser ganze Kodex erworben werden nach seinem stolzen Preis. Tischendorf beschreibt das alles dann in seinen Tischendorf-Erinnerungen, wie er zu diesem wertvollen Pergamentfund gekommen ist und wie die sichergestellt wurden. Die sind heute in London, werden sie aufbewahrt, kann man auch online einsehen, dass dieser Codex Sinaiticus und dann, das erwähne ich nur am Rand, die Qumran-Funde. Man hat bei diesen Höhlen von Qumran am Toten Meer in 11 Höhlen alte Handschriften gefunden und viele sind wirklich dem masoretischen Text total nahe, zum Beispiel auch die ganz berühmte Jesaja-Rolle. Ihr könnt diese über 7 Meter lange Rolle auch im Israel-Museum in Jerusalem begutachten. Man hat von den alttestamentlichen Büchern von allen Handschriften gefunden, außer vom Buch Esther, aber da wird noch diskutiert, wie war das Verhältnis von den Essenern da in Qumran zum Buch Esther. Also die Essener haben diese Schriftrollen vor über 2000 Jahren in Sicherheit gebracht von den Römern. Also es ist noch nicht genau, es ist noch nicht ganz 2000 Jahre her, aber die Schriften sind älter als 2000 Jahre, zum Beispiel diese Jesaja-Rolle. Und wenn man davor steht, vor dieser Jesaja-Rolle jetzt im Israel-Museum, die sieht und dann denkt, wow, hier ist ein Text, der ist über 2000 Jahre alt und er deckt sich mit dem Text von Jesaja in der Bibel, ist das ein gewaltiges Zeugnis, dass mit äußerster Behutsamkeit und Aufmerksamkeit diese Texte des Alten und Neuen Testaments tradiert wurden, von den Masoreten erst und danach von den Mönchen, die es abgeschrieben haben durch die Jahrhunderte. Also wir haben wirklich die Belege, dieser Text wurde nicht verfälscht durch die Jahrhunderte, wie immer wieder angemerkt wird. Und dann gibt es ja auch immer wieder die Frage, ja, ist es willkürlich, welche Bücher jetzt gerade im Neuen Testament, gibt es ja noch andere Schriften aus der Zeit. Wie können wir wissen, dass jetzt wirklich das zwischen den Buchdeckeln ist, was da reingehört? Das ist eine gute Frage. Der alttestamentliche Kanon, der war ja dann festgelegt, deckt sich bei uns Christen, bei den Juden. Und im Neuen Testament wurde tatsächlich erst im 4. Jahrhundert das definitiv festgelegt, da in diesem Osterbrief von Athanasius im 39. vom Jahr 367, da gab es Konzilien im 4. Jahrhundert, die sich damit beschäftigt haben. Und wenn ihr zum Beispiel Dan Brown lest, diesen Krimi, oder das, da kommt es vor, der Da Vinci Code und so, ja, die Schriften wurden so spät zusammengestellt im Neuen Testament, da ist doch Willkür dabei, da muss man antworten, ja, wieder, das ist 4. Jahrhundert, aber schon zu Beginn des 2. Jahrhunderts war klar, die 4 Evangelien gehören zum biblischen Text, die Paulusbriefe, zum Beispiel Barnabas Brief 135 schreibt das schon, der 2. Clemensbrief und so weiter. Also wir können sagen, schon im 2. Jahrhundert, also nach 100 nach Christus, relativ bald nach den Geschehnissen, war klar, den Lesern war klar, das ist die Qualität eines biblischen Textes. Der ist inspiriert, da spricht Gott zu uns. Die Offenbarung war in der Ostkirche umstritten, der Hebräerbrief und die sogenannten katholischen Briefe, oder auch über Petrus, Jakobus, Johannes diskutiert, diese Briefe eher in der Westkirche, aber aus theologischen Gründen. Also da
hat jeweils die andere Seite der Kirche an anderen Schriften diskutiert, aber auch schon da, die waren im Gespräch und da wurde dann eben im 4. Jahrhundert das definitiv bestimmt, eine Sache, die eigentlich schon 200 Jahre klar war. Also so, der Kanon ist wirklich nicht willkürlich und nicht so jung, wie man denkt. Ja. Genau. Wenn wir jetzt festhalten, dass die Bibel auf historischen Ereignissen und historischen Personen basiert und gut und zuverlässig überliefert wurde, dann stellt sich ja trotzdem noch die weitreichende Frage, kann Gott wirklich in der Geschichte handeln, eingreifen, auch übernatürlich eingreifen, Dinge, die nicht mit Naturgesetzen jetzt gerade vereinbar sind? Ganz akut ist die Diskussion ja immer wieder oder immer mit der Auferstehung von Jesus. War das Grab wirklich leer? Ist Jesus wirklich auferstanden? Das schafft es ja auch immer wieder auf die Frontseiten von irgendwelchen Magazinen. Oder dann diese ganz entscheidende Frage, ja, hat Gott wirklich gesprochen zu seinen Propheten, durch die Propheten, durch Mose im Neuen Testament, zu diesen Männern, die die Bibel dann aufgeschrieben haben, die Evangelien, die Briefe aufgeschrieben haben? Also ist die Bibel nur Menschenwort, ein gutes Stück menschenverfasste Literatur, oder ist sie Gottes Wort? Wie kommt es zusammen? Und dann werden noch drauf kommen, diese ganzen Fragen, ja, ist Petrus wirklich auf dem Wasser gelaufen? Wie ist das möglich? Oder die Speisung der 5000, kann Jesus diese wenigen Brote und Fische vermehren? Oder gibt es da ganz natürliche Erklärungen, dass einfach die Leute ihr Picknick aus den Taschen gezogen haben und es dann so aussah, als wäre plötzlich was da, wo vorher nichts da gewesen war? Und das sind natürlich Fragen, die sind relativ jung, die sind seit der Aufklärung in den Vordergrund gekommen, hat sich dann verschärft. Und vor allem im 19. Jahrhundert hat man gesagt, naja, wir erleben das heute nicht, also kann es nicht wahr sein. Aber wir könnten den Spieß auch umdrehen und sagen, wir erleben es heute, vielleicht in Europa weniger als auf anderen Kontinenten. Also, wenn hier und jetzt, dann auch damals. Genau, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und es war tatsächlich so im 19. Jahrhundert mit diesem Historismus, auch diesem, muss man sagen, geschlosseneren Weltbild als heute, da hat man gesagt, man kann wissenschaftlich Geschichte nur betreiben, das hat Ernst Troeltsch so formuliert, erstens nach dem Kriterium der historischen Kritik, also es gibt nur Wahrscheinlichkeiten, historische Wahrscheinlichkeiten, zweitens Analogie, historisch ist wahrscheinlich ist dann ein Geschehen, wenn es sich auch zu anderer Zeit, an anderen Orten, mit anderen Menschen ereignet hat und ereignet. Eben, das war das Beispiel vom Wasser. Oder drittens Korrelation. Alles geschichtliche Geschehen ist von innerweltlichen Ursachen abhängig. Also Gott ist nicht der Lenker der Geschichte. Und das waren die Entwicklungen in der Aufklärung. Noch kurz vorher, in der Reformationszeit, war noch klar, es gibt ein berühmtes Zitat von Martin Luther, dass die Bibel durch sich selbst glaubwürdig, deutlich und ihr eigener Ausleger sei. Also sie ist glaubwürdig, sie ist deutlich, nicht verdunkelt, sie legt sich selber aus. Und natürlich kamen die Konfessionskriege, das war schwierig, und dann auch eine kritische Haltung dem Christentum gegenüber in der Aufklärung. Und man versuchte dann in der Aufklärung auf die menschliche Vernunft zu setzen. Man hat gesagt, wir kommen weiter, wenn wir sagen, die höchste Instanz ist nicht irgendein Text, wo wir uns darüber streiten, sondern ist die menschliche Vernunft. Und dann kommt man eben auch zu diesem Bild, dass man total innerweltlich denkt und Gott nicht mehr in der Geschichte der Handelnde sein kann oder eingreifen kann oder Offenbarung, direkte Offenbarung von Gott nicht möglich ist in dem Sinn, sondern dass Menschen dann einfach ihre Erfahrungen zu Blatt bringen, die sie mit Gott gemacht haben. Also es wird sozusagen geforscht, als ob es Gott nicht gäbe. Das Prinzip der Wissenschaftlichkeit im Sinn des 19. Jahrhunderts ist dann oberste Instanz.
Und der Begriff Heilige Schrift wird religionsgeschichtlich relativiert. Es wird mit der Bibel umgegangen wie mit jedem anderen Buch. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was für Lösungsansätze haben wir? Papst Benedikt, der 16., Josef Ratzinger, hat das schön auf den Punkt gebracht in seinem Jesusbuch. Heute wird die Bibel weithin dem Maßstab des sogenannten modernen Weltbildes unterworfen, dessen Grunddogma es ist, dass Gott in der Geschichte gar nicht handeln kann, dass also alles, was Gott betrifft, in den Bereich des Subjektiven zu verlegen sei. Das ist genau das, was wir jetzt beschrieben haben. Dann sind es eben nur noch Glaubenserfahrungen von Menschen subjektiv und es ist nicht mehr die Offenbarung Gottes, sein Wirken, das da hineinbricht in unsere Welt. Wir sind überhaupt nicht gegen historische Auslegung der Bibel oder gegen das genaue Hinschauen, das Untersuchen. Aber die Frage ist jetzt, ja, wie können wir im 21. Jahrhundert an diesen Text herangehen mit dem Glauben, es ist Gottes Wort? Einerseits, unser Weltbild heute ist offener als das im 19. Jahrhundert. Die Physik seit der Quantenphysik, da hat auch die Physik eine Offenheit für parallele Universen, dass da plötzlich was reinkommt. Das ist plötzlich denkbar. Also dass es nicht einfach diese drei Dimensionen gibt, hier vom Raum und dann die Dimension der Zeit, sondern dass die Dinge eben relativ sind, Relativitätstheorie und so weiter. Und auch, müssen wir sagen, in der Philosophie, also so dieser Historismus im 19. Jahrhundert, der wurde überwunden. Das beschäftigt mich persönlich sehr stark gerade, weil wir Antworten finden müssen für unsere Zeit. Wir müssen auch sprachfähig sein in unsere Gesellschaft hinein. Und der Philosoph Gadamer, nicht ein Theologe, wirklich ein angesehener Philosoph, erst 2002 gestorben, der spricht davon, dass wir an Texte herangehen können, dass eine Hermeneutik gar nicht möglich ist ohne ein Vorverständnis. Er sagt, wir leben in Traditionen, wir müssen uns dessen einfach bewusst sein. Und dann braucht er so Begriffe wie Inkarnation zum Beispiel, ein christlicher Begriff. Gott wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Und er hält es für wahrscheinlich, dass auch ein Gott oder ein Gotteswort halt in einem Text inkarniert werden kann, dass ein Text wirklich inspiriert sein kann von Gott. Und wir im Glauben an diese Texte herangehen können, also da öffnet sich in unserer Zeit eine Welt von einem ganz aktuellen Denker, eben die Bibel so zu lesen, wie es sie selber gelesen werden will, von diesem Selbstanspruch der Bibel her. Das ist unser Ansatz, wenn ihr fragt, was ist unsere sogenannte Hermeneutik, unsere Herangehensweise an die Bibel. Mhm. Wir möchten uns unter das Wort Gottes stellen und wir möchten das von der Bibel sagen, was sie über sich selber spricht. Was sagt sie denn so über sich selber? Wir haben vielleicht ein, zwei Verse, was sie über sich selber sagt. Ja, wir haben euch den 2. Petrusbrief mitgebracht, 2. Petrus 1, 21. Da schreibt Petrus, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Die Weissagungen, die wir finden, die Heilige Schrift, ist nicht einfach nur Menschenwort, obwohl sie das auch ist, aber getrieben von Gottes Geist haben die Menschen das aufgeschrieben. Auch im 2. Timotheus 3,16, da sagt Paulus, dass alle Schrift uns von Gott eingegeben ist, nützlich zur Lehre und so weiter. Und dieses Wort von Gott eingegeben, das ist ein interessanter Begriff. Genau, da heißt es ja wörtlich, es ist von Gott gehaucht, also Theopneustos, von Gottes Geist eigentlich gehaucht. Und wenn ich dieses Wort hauchen höre, vielleicht jetzt gerade an der Stelle, wenn ich dieses Wort hauchen höre, und wahrscheinlich geht es euch auch so, da denken wir doch an diese ersten Seiten auf der Bibel, wo Gott den Menschen schafft, Adam und Eva, aus diesem Staub vom Erdboden und er haucht ihnen das Leben ein. Und
Das ist hier wieder dieses Bild, was mit drin ist, wenn wir die Schriften der Bibel anschauen, heißt es, es ist gehaucht von Gott. Also es ist dieser Lebensatem von Gott reingeblasen, dass es eben nicht nur toter Buchstabe ist, eben nicht nur ein weiteres Buch im Bücherregal, sondern da ist Leben drin. Theopneustos, eben Pneuma, Hauch, Atem, auch Geist. Das Münchner Neue Testament übersetzt Gott begeistert. Also es ist eben die Worte, die sind voller Geist von Gott. Also da kommt Wort und Geist zusammen. Da ist die Kraft. Wir haben euch, das ist ein riesiges Thema, wir konnten nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber eben, es gibt Anknüpfungspunkte. Moderne Physik oder Gadamer Philosophie, wir können auch in der Theologie, nach diesem 19. Jahrhundert, das so sehr historistisch dachte, kamen diese Katastrophen der zwei Weltkriege. Erster, Zweiter Weltkrieg, da gab es eine ganze Wort-Gottes-Bewegung von Karl Barth und seinen Mitstreitern, Bonhoeffer und so weiter. Wir müssen wieder eben zurück, sag's mal so, unter das Wort. Die Kirche muss diese Kraft dieses Wortes, dass eben nicht Menschenworte allein sind, sondern eben diese gottgehauchten Worte neu entdecken. Entweder sich dem Wort unterordnen. Genau, entweder gehen wir unter, nämlich verschlungen vom Zeitgeist, sind wir irrelevant für unsere Zeit, haben wir gar nichts mehr zu sagen, oder wir gehen wieder unter das Wort und auch wieder unter diese Kraft der Bibel. Und bevor wir jetzt auch zu diesem ganz Praktischen kommen, zum Lebensnahen, vielleicht noch ein Wort, wieso ist diese Bibliothek von Büchern, bei uns sind es 66 in der griechischen Tradition der Aufteilung der Bücher, was macht das so einzigartig? Du hast von der Entstehung des Neuen Testaments gesprochen, im Alten Testament, Mose schrieb 15. Jahrhundert, so 1400 irgendwas. Ich glaube tatsächlich, dass Mose schreiben konnte. Der war ja in der Kunst der Ägypter erzogen. Und wir haben auch im zweiten Jahrtausend, zum Beispiel Codex Hammurabi, wir haben Gesetzestexte, die sehr ähnlich sind wie die Gesetzestexte in der Bibel, aus der Umwelt. Also es gibt eine Plausibilität, dass diese Texte in diesem Kontext wirklich entstanden sind. Eben von 1400 bis etwa 400, am Ende der alttestamentlichen Periode, über 1000 Jahre ist das Alte Testament entstanden und dann 400 Jahre später, in diesem ersten Jahrhundert, das Neue. Eine riesige Zeitspanne. Da haben so viele verschiedene Autoren dran geschrieben. Da haben Fischer, Zöllner, Priester, Hirten, Könige, Gelehrte, Pharisäer und wer auch immer, ganz verschiedene Propheten, Nicht-Propheten, haben da wirklich mitgeschrieben und trotzdem, obwohl es zu verschiedenen Jahrhunderten von verschiedenen Menschen verfasst wurde, gibt es einen roten Faden. Und der geht hinein bis in die Bilder. Wenn wir die Bilderwelt nehmen, weiß ich was, wie Hesekiel von Hirten spricht und dann Johannes oder Bilder in der Offenbarung verglichen mit Daniel und so weiter, das ist konsistent. Da zieht sich der Faden durch und die große Botschaft sowieso, der Messias wird kommen, der Messias ist gekommen, das ist doch einzigartig, wie eine solche Bibliothek von Büchern so übereinstimmend ein Zeugnis von Gott abgeben kann, von seiner Liebe zu uns Menschen und seinen Wegen. Dann kommen wir doch jetzt drauf, was ist jetzt die Bedeutung der Bibel? Also welche Relevanz hat sie jetzt für uns? Was macht es mit uns, wenn wir die Bibel lesen? Und was mir so am liebsten ist, wenn ich durch die Bibel blätter, mal von vorne bis hinten, da sehen wir einfach, wie Gott mit den Menschen umgeht, wie er immer wieder einen Weg findet, Wiederherstellung bringt. Und es beginnt ja schon im ersten Buch. Adam und Eva, die sich da im Garten vor Gott verstecken. Und dann kommt Gott und Gott weiß ja alles. Der weiß genau, was passiert ist, er weiß, wo sie sind. Aber er kommt mit diesem liebenden Ruf und ruft sie, Adam, wo bist du, wo hast du dich versteckt? Und er geht wieder einen Weg mit ihnen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, wie Gott Einzelne sieht und sie rausholt und ihnen eine Zukunft eröffnet. Wenn wir jetzt nur an die Frauen denken, die im Stammbaum von Jesus vorkommen, das sind Frauen, die wären jetzt aus menschlicher Sicht nicht erste Wahl, um in einen Stammbaum von König David und Jesus aufgenommen zu werden. Da haben wir diese ausländische Prostituierte, die Rahab.
Gott wählt sie aus, setzt sie in den Stammbaum von seinem Sohn. Oder später ruht die Witwe, die moabitische Witwe, mittellos, arm, vielleicht auch nicht mehr die Jüngste, wenn sie schon verwitwet war. Keine Voraussetzungen. Und Gott sieht sie, nimmt sie und sie wird zur Urgroßmutter von König David. Oder König David selber. Ein schönes Beispiel. Ich meine, der war daheim das überflüssige Kind. Der Vater vergisst sogar, dass er noch einen jüngsten Sohn hat draußen auf dem Feld, als der Prophet Samuel dasteht und sagt, hey, einen von deinen Söhnen will ich jetzt zum König salben. Ah, da ist ja noch der David. Ganz vergessen, dass den es auch noch gibt. Und Gott holt ihn von den Schafen weg und macht ihn zum König und lässt ihn dieses Gebetsbuch der Bibel maßgeblich schreiben, macht ihn zu diesem Anbeter mit diesen Psalmen, die wir bis heute beten, und stellt ihn wieder her, auch nach der Ehebruchgeschichte mit Bathseba. Und drum brauchen wir auch das Alte Testament, was einfach voll ist von vorne bis hinten mit diesen Geschichten, Schicksalen, Männer, Frauen, junge, alte, weggelaufene, mit denen Gott einen Weg gegangen ist. Und wir brauchen, weil es so ehrlich ist. Ich meine, wo finden wir Geschichten über die großen Helden, wo auch das Scheitern vorkommt, die Fehler vorkommen, das Versagen, die Verzweiflung, nicht ausgespart. Nicht nur die Siege und Heldentaten der Könige, sondern eben auch ihre Charakterschwächen, ihre Verirrungen und dann eben wieder diese Wege, die Gott mit ihnen geht. Allem zum Trotz, wenn sie umgekehrt sind und wieder ja, sich haben helfen lassen. Und da sehen wir einfach, wie Gott ist und wie er über uns Menschen denkt. Und drum brauchen wir die Bibel. Ich meine, Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29, Vers 11. Und wenn wir diese Geschichten lesen, dann können wir uns sagen, also wenn Gott mit dem oder mit der Person fertig wird und einen Weg gehen kann und ihm wieder Zukunft geben kann und Hoffnung geben kann, also dann kann es auch mit mir. Und dasselbe im Neuen Testament. Da sehen wir, wie Jesus diese einzelnen Menschen sieht, beim Namen ruft und ihnen ganz individuell begegnet. Eben, wir haben die Frage gestellt nach der Relevanz der Bibel für unser Leben. Was bedeutet sie für uns? Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist derselbe, ja, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir sehen, wie er damals gehandelt hat, eingegriffen hat, gerettet hat, versorgt hat, dann sagt mir das als Bibelleser, dann sprechen diese alten Geschichten zu mir als Bibelleser und sagen mir, also Gott ist derselbe, so ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat sich nicht geändert, er wird sich nie ändern, er ist immer noch so, er kann das immer noch tun und er kann nicht nur, sondern er will ja auch. Und dafür brauchen wir die Bibel, dass wir das nehmen können und uns davon ermutigen lassen. Du hast von der Relevanz fürs Individuum gesprochen, für uns ganz persönlich. Wir können uns auch noch fragen, ist die Bibel gesellschaftsrelevant? Und speziell die Reformation hat das gezeigt, die Reformation, die bis heute unsere westlichen Gesellschaften prägt, ja, seit 500 Jahren. Nehmen wir mal die drei Reformatoren, Luther, auch sein Mitstreiter Philipp Melanchthon ist dabei zu nennen. Dieses Ansinnen von Luther, jede und jeder soll die Bibel auf Deutsch lesen können, deshalb auch die Übersetzung von Luther. Aber damit man die Bibel lesen kann auf Deutsch, muss man ja lesen können. Sprich, daraus resultiert die Forderung nach einer Bildung für alle. So war dieser Reformationsschub sehr bildungsfördernd. Bildung für alle. Alle sollen lesen können. Nicht nur die Priester sollen die Schrift vor sich haben, sondern sie soll eben in jedem Haus sein. Calvin, die Reformation in Genf, die hat über John Knox ausgestrahlt, dann nach England in den angelsächsischen Raum. Man weiß heute, dass am Anfang der Verfassung
der USA, der Gewaltentrennung in den USA, diese calvinistischen Gedanken stehen zu seiner Kirchenverfassung, seinem Kirchenmodell mit der Gewaltentrennung, die er in Genf schon einführte. Man hat gesehen, dass eine Weisheit von Calvin war in der Kirche, wie er die Kirche organisiert hat. Man übernimmt das auf den Staat. Also die Reformation war demokratiefördernd. Die Schweiz ist ja auch eine Schwesterrepublik der USA von der Verfassung her dann. Auch wirtschaftlich hat Genf gewirkt. Es gibt dann diese berühmte These von Max Weber, quasi hinter dem Geist des Kapitalismus, also ja, unserem westlichen Wirtschaftssystem stecke diese calvinistische Arbeitsethik, dass Gott uns eben auch hilft in unserem Tun, uns auch ertüchtigt, auch für das tägliche Leben. Und schließlich war die Reformation auch sehr sozial wirksam, sehen wir zum Beispiel an Huldrych Zwingli, dem Schweizer Reformator in Zürich. Als die Pest ausbrach in Zürich, besuchte er nicht nur die Pestkranken, er führte auch, heute würden wir sagen, Notschlafstellen ein oder Suppenküchen. Er senkte die Zinslast der Bauern auf maximal 5%. Deshalb gab es auch keine Bauernkriege in der Schweiz. Also unglaublich sozial, wie sich die Reformation auswirkte. Wieso? Weil hier gelesen wurde in diesem Buch und weil dieses Buch eine Gesellschaft geprägt und verändert hat. Und eben zum Guten. Und das bringt uns jetzt auch zur Aktualität der Bibel. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz, nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann bringt er in der Bergpredigt ab Matthäus 5 eine Auslegung von einzelnen der 10 Gebote. Und ich glaube, jede und jeder sieht ein, dass es gute Gebote sind. Dass wir uns nicht umbringen, uns Leben nicht nehmen, Eigentum nicht nehmen, nicht stehlen, nicht lügen, sondern ehrlich miteinander umgehen. Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also ich soll immer so handeln, wie ich mir wünsche, dass der andere auch mit mir umgeht. Genau das, was Kant dann gesagt hat, im sogenannten kategorischen Imperativ. Also die Maxime unseres Handels soll immer ein allgemeines Gesetz auch werden können. 10 Gebote, die Bergpredigt. Nehmen wir Gandhi, diesen indischen Befreiungskämpfer. Man sagt, er sei so begeistert gewesen von der Bergpredigt, so erzählt man sich, dass er sie jeden Tag gelesen habe. Also er hat sich diese Worte verinnerlicht, die haben ihn geprägt und sie hat in die Freiheit geführt, die Bergpredigt. Das sind tolle Leitplanken zum Leben. Letztlich die Botschaft der Liebe. Jesus fasst sie zusammen. Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe zu Gott, zueinander, zu uns. Das ist doch eine gute Wegweisung fürs Leben. Hochaktuell, nicht verstaubt, einfach für vergangene Jahrhunderte oder noch fürs Mittelalter, mit all den Ängsten, wo man noch ein bisschen Trost brauchte und jetzt sind wir in der Moderne, jetzt brauchen wir es nicht mehr, sondern es bleibt aktuell, relevant und aktuell. Sollen wir noch diese, wir haben uns 5 Punkte gesammelt. Es ist natürlich nicht umfassend, es gäbe noch viel mehr, aber einfach zum Schluss 5 Punkte, warum es sich lohnt, mit der Bibel zu leben oder die Bibel zu lesen oder vielleicht sollte ich sagen, die Bibel zu essen. Ja, das ist ein erster Punkt. Die Bibel nährt uns. Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Eben, wenn wir sagen, die Bibel ist relevant und aktuell, dann muss das sich ja auch auswirken in unserem Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon überlegt habt, jetzt während wir so reden über die Bibel, habt ihr eine Gewohnheit, wie ihr die Bibel esst? Man essen heißt, man setzt sich hin, man nimmt bewusst etwas zu sich. Man zieht Nährstoffe raus. Ja genau, es kann das Losungsbüchlein sein und der Lesungstext oder es kann eine einfach eine tägliche Lektüre der Bibel sein oder punktuell. Oder wir machen euch immer wieder auch lieb, lest die Bibel einfach mal durch. Ein normales Buch liest man ja auch einfach von vorne bis hinten durch. Dann hat man den Gesamtzusammenhang, hat man die Botschaft der Bibel am Stück gelesen.
Was ist Nahrung? Dann merken wir auch, wir lernen Gott kennen, seine Wege mit uns. Wie merken wir das, dass das Wort uns nähert? Eine Auswirkung könnte sein, es gibt uns Wegweisung im Alltag. Das ist der zweite Punkt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, sagt der Psalmist in Psalm 119. Also dieses Wort macht wieder hell, auch im ganz Alltäglichen drin. Ich habe euch ja schon erzählt, auch von meinen körperlichen Herausforderungen, wo ich auch mehrmals operiert wurde. Und nur um jetzt ein kleines konkretes Beispiel zu nehmen, diese Volloperationen, Operationen mit Vollnarkosen bin ich jeweils rein mit diesem Psalmwort: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Kommt eben, das Licht kommt wieder vor. Ich habe gewusst, es verhebt. Gott ist bei mir. Und es ist gerade dunkel in meinem Leben, aber es gibt dieses Licht, auch das Licht der Hoffnung. Ich bin ja kraftlos, aber er schenkt mir Kraft. Und eben Wegweisung, Nährung, wenn wir diese Worte hören und wenn wir wissen, es sind eben nicht nur Menschenworte, sondern es ist dieser allmächtige Gott, der aus der Transzendenz eben hineingreift in die Immanenz, in unsere Welt. Er ist es, der mir jetzt Licht schenkt, Kraft schenkt. Dann ist es ein echter Trost, eine echte Stärkung. Das ist ja jetzt ein ziemlich heftiges Beispiel von einem großen Kampf. Aber wie ist es im Alltag? Wir haben ja auch die beständigen, sage ich jetzt mal, Alltagskämpfe. Auch da haben wir ja eine Verheißung, wie das Wort uns hilft in diesen Kämpfen. Paulus sagt uns, es war Thema des letzten Bibeltalks, das Wort ist das Schwert des Geistes im Bild der Waffenrüstung oder der Hebräerbrief, Hebräer 4,12. Das haben wir euch mitgebracht nach dieser Stelle, dass Gottes Wort eben lebendig ist und kräftig, wie dieses zweischneidige Schwert Seele und Geist unterscheidet, auch Mark und Bein. Richter ist der Gedanken und Sinne des Herzens. Also Gottes Wort kann uns zeigen, ist ein Gedanke von ihm oder ist er von mir? Also Gottes Wort ist eben das Schwert, das uns das aufzeigt, wenn Anklage kommt. Oder ich mir selber Vorwürfe mache, hätte ich doch und ach, wieso habe ich all das Zeug, dann kann ich schauen, hey, das Wort sagt mir, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Da ist Vergebung, da ist Annahme und so weiter. Also es wird dann so wie zu einer Lebensanleitung, die uns hilft, zu denken, unser Leben zu gestalten. Das sagt man ja oft, die Bibel ist so die Gebrauchsanweisung fürs Leben. Da haben wir ja auch einen Vers dazu, der Vers aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Zu was die Schrift alles nützlich ist, denn alle Schrift, von Gott eingegeben oder eben Gott gehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also lebensumfassend. Ich bin die Punkte jeweils mit den Konfirmanden durchgegangen im Konfirmationsunterricht. Was bedeutet das? Eben diese Aspekte, die Bibel lehrt uns, wer Gott ist, weist uns den Weg, hilft uns, erzieht uns ein Stück weit. Dann sagt mal einer, ha, die Bibel ist ja wie Konfunterricht. Und ich dachte, ich hoffe, er meinte es positiv und nicht. Der meinte es positiv. Der fand es spannend. Aber die Bibel hilft uns wirklich im Alltag zu bestehen. Und auch Gebrauchsanweisungen für technische Geräte lesen wir mit Vorteil. Und so auch die Bibel, die Anleitung zum Leben. Das lohnt sich für dieses Leben und für das Leben, das kommt. Denn letztlich diese Verbindung mit Gott, dass wir gerettet sind und dass er uns liebt, Christus für uns gestorben ist, uns annimmt und wir unsere Herzen im Glauben an ihn öffnen, die Ewigkeit mit ihm verbringen, man, die Perspektive, die zieht sich dann bis in die Ewigkeit. Das hat eine Relevanz, die bleibt. Das ist das Wort des Lebens für dieses Wort der Ewigkeit, dass wir eben bei Gott sind, gerettet sind und mit ihm in dieser Ewigkeit leben dürfen. Der letzte Punkt
habe ich eigentlich schon genannt. Bibellesen bringt uns Hoffnung, weil es das Wort von dem Gott ist, der sich selber ja auch Gott der Hoffnung nennt. Ich habe das ausgeführt, Jeremia 29,11, wie Gott eben uns Hoffnung geben will, Zukunft, Leben eigentlich, und dass uns das durch die ganze Bibel vor Augen gemalt wird. Wer Gott ist, wie er über uns denkt, wie er uns liebt, uns nachgeht und eben immer einen Weg hat. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und ganz ehrlich, wir hoffen schon, wir haben euch wieder den Appetit geweckt, mal wieder einen ordentlichen Biss zu nehmen. Smith Wigglesworth hat das doch immer gesagt, ich nehme wieder einen Bissen, dieser Erweckungsprediger, ich nehme einen Bissen aus der Bibel, so zum wieder weitergehen, so einen kleinen Happen, dass ihr wieder Appetit habt auf dieses umfangreiche Buch der Bücher, das eben Jahrtausende umspannt. Take another bite, hat er jeweils gesagt, hat immer eine Bibel dabei sich und wieder ein Stück gelesen, weil er sich bewusst war, es ist das Wort des Lebens. Manchmal hilft auch weitere Literatur, uns hungrig zu machen. Natürlich ist es am wichtigsten, im Buch der Bücher zu lesen, aber wenn ihr auch schmökern wollt bei uns im Verlag, ich habe mein Buch erwähnt, jetzt im Talk über Ezra Nehemia, oder wenn ihr mit uns verbunden sein möchtet, was aktuell auch in der Schleife geschieht, gibt es das Bülter, könnt ihr auch abonnieren, erscheint vierteljährlich. Ihr könnt auch die Arbeit der Schleife unterstützen, dass sowas wie diese Talks zum Beispiel möglich sind. Da findet ihr die Möglichkeit auch online. Und wir danken euch herzlich für unser Mitdabeisein, auch wenn ihr mitdenkt oder euch meldet. Das freut uns und wir freuen uns auch auf die nächste Sendung, der Dezember-Talk. Der wird dann am ersten Mittwoch im Dezember, am 1. Dezember ausgestrahlt. Seid gesegnet und wir wünschen euch viel Hunger. Es gibt diese schöne Amos-Stelle, dass Gott einen Hunger nach seinem Wort ins Land schicken wird. Und das wünschen wir uns, dass wir hungrig sind auf dieses Buch, das eben nicht nur aktuell und relevant ist, sondern auch vertrauenswürdig ist.